Hallo zusammen, ich zeige euch heute, was ein Polymechaniker in der Ablox macht. Kommt mit! Zu meiner Grundausbildung gehört Montagetechnik, Messtechnik, das Fertigen von Teilen an der CNC-Maschine sowie die konventionelle Fertigung, Pneumatik und Elektrotechnik. Die Bauteile, die wir herstellen dürfen, müssen mit höchster Präzision gefertigt werden. Dafür bekommen wir von der Konstruktion Fertigungstechniken über mit allen wichtigen Informationen drauf, um die Bauteile millimetergenau zu fertigen. Je nach Anforderungen als Fertigungsteile muss der Polymechaniker verschiedene Maschinen bedienen. Das geht von einer konventionellen Maschine, die man manuell und mit Windfeel bedienen muss, bis hin zu einer CNC-Maschine, die programmiert wird und die Fertigung automatisch passiert. Nach der maschinellen Fertigung des Teils wird das Teil normal entgarten, damit sich niemand daran verletzen kann. Für das braucht man geschickte Hände und man muss sorgfältig arbeiten. Zu der Grundausbildung des Polymechanikers gehört die Montage von elektronischen und pneumatischen Steuerungen. Dafür ist technisches Flair und Geduld nötig. Zudem ist es wichtig, dass man gerne zusammen im Team schafft, zum Beispiel mit dem Konstrukteur wichtige Pläne und Lösungen zu besprechen und das Bestmögliche daraus zu machen. So sieht der Alltag als Polymech aus. Bist du interessiert? Komm du auch, bewirb dich. Falls du noch weitere Fragen hast und weitere Informationen brauchst, kannst du auf YouTube gehen, auf Instagram oder auf unsere Website.